Ein wunderschönen Willkommen zu Klicker Hero Folge 68. Ja, nein, was ist hier los? Oh, nicht klicken. Ja. Ich komme Eevee nicht so ganz so schön weiter. Ja, ich bin mittlerweile bereits bei Level 250. Das Problem ist, das reicht halt auch immer noch nicht aus, um auch nur irgendwie nah an sie ranzukommen. Die einzige Hoffnung, die wir also quasi haben, ist halt über diese Dinger hier möglichst schnell zu leveln. Das Problem ist, ich habe hier gerade auch nur einen auf der Tasche. Wir können mal gucken, wenn wir den hier einsammeln. 2 Stunden ist auch wieder ein Witz. Können wir den jetzt mal 2 Level hochsetzen. Für weitere 25 reicht es aber auch wieder nicht. Doch, reicht sogar für weitere 25. Gut, dann kann ich wieder bei dem Level sein, wo ich mich mit meinen ganzen Skills hochgearbeitet habe. Mal gucken. Ne. Das wird ja nicht so. Ich habe nämlich bis heute früh bis mit den. Hier wieder mit. Also aktiv halt gespielt. Ja. Und bin jetzt gerade, wie gesagt, am Schauen, was so ein bisschen effektiver ist. Aber irgendwie ist beides nicht so ganz so schnieke, wie ich es mir hoffe. Ja, jetzt bleibt nicht beim Boss hängen, bringt eh nichts. Das heißt, bis zur nächsten Kugel brauchen wir 6800. Also 68.000 meine ich noch. Wir haben 63.000. Heißt also. Wir müssten insgesamt, also heißt, wir haben schon fast unsere 17 zusammen. Wir müssen also noch 2 zusammenkriegen. Das wiederum bedeutet, wir werden einfach jetzt noch ein paar Essential nachdrücken. Ja, komm hier. Hört ja eh nichts. Ja, genau. Ein paar Essential nachdrücken, solange wie wir, solange bis wir damit dann, das zusammen haben. 4000. Ja. Ich glaube, das wird eine kurze Session. Einfach mal bis zu 4000 kommen, damit ich dann gleich mal sehe, wie viel wir für die nächste brauchen. Wahrscheinlich viel, viel mehr. Bei der Session jetzt haben wir schon 100, also mehr als 100.000 gebraucht. Weit mehr als 100.000. Das heißt also, die nächste könnte dann fast schon in die 200.000 gehen. Aber ich weiß nicht, wie das skaliert. Ich habe keine Ahnung, habe mich da noch nie wirklich mal die Werte verglichen. Von daher bin ich da ein bisschen überfragt. Aber wenn wir bis. Na gut, wir haben jetzt quasi 27 Ascension, Top Ascension Souls. Und bei 27 Ascension Souls sind wir mittlerweile bei 100.000. Das dürfte mit Verdopplung nicht hinhauen. Weil da wäre schon viel höher. Das heißt also, kann durchaus sein, dass wir noch im 100.000er Bereich bleiben. Und das heißt dann auch, dass die nächste Ascension, also quasi die nächsten beiden Ascension jeweils hoffentlich unter 200.000 bleiben. Das heißt, wenn ich mit einer Ascension so ungefähr 50.000 bis 60.000 Hero Souls bekomme, bräuchte ich noch 8 Ascensions. Dann können wir transzenden. Klingt erstmal gar nicht so viel, aber wenn man mal bedenkt, dass jede Ascension fast 2 Stunden dauert, also mindestens 2 Stunden, also wenn ich sie kurz halte, wenn ich wirklich versuche bis 60.000 zu kommen, dann dauert sogar mehr als 3 Stunden. Muss man mal gucken, ob sich das lohnt. Die Sache ist doch, wir können hier nicht allzu viel mehr machen. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen was reinbuttern, aber ja, bringt halt einfach nichts. Es bringt halt tatsächlich hier derzeit alles nichts, außer wir sagen, wir arbeiten mit dem hier noch und bleiben wirklich komplett auf aktivem Bild. Aber auch da würden 100 weitere Levels weit mehr kosten, als wir zur Verfügung haben. Na gut, also weit mehr nicht, aber wie gesagt, ob nun 1 oder 2% macht jetzt in dem Sinne keinen Unterschied. Damit der wirklich noch mehr Wirkung hat, müssten wir ja ihn auf mindestens Level 500 hieven können. Und das wäre apostrophisch viel zu teuer.
Vorbei. Also auf Level 500 irgendwie jetzt nicht unbedingt, aber ich persönlich bin so ein Dude, ich versuche immer das hier als Dreifache zu bekommen. Heißt also praktisch, wenn er jetzt Level 100 ist, lohnt es sich für mich erst dann wieder weiter hoch zu leveln, wenn ich ihn auf Level 300 setzen kann. Bei Level 300, dann wenn ich ihn auf Level 1000 setzen kann. Bei 1000 auf Level 3000, 10.000, 30.000, 100.000, ihr versteht, ne? Ja, ich weiß, es wären 333, aber leckt mich. So genau nehme ich das dann auch nicht. So. Und alles andere lohnt sich auch alles nicht. Die Sache ist halt, es steckt halt alles linear an. Und dadurch, dass der Preis aber nicht linear ist, sondern wesentlich mehr, also wesentlich teurer ist, wird das halt alles mittlerweile so ineffizient, dass wir da so viel reinbuttern müssten und nichts rausbekommen. Ich glaube mal, da ist der Bonus, den wir hier rüber bekommen, dass wir das einfach hier oben in der, also, dass wir die Hero Souls praktisch einfach ungenutzt lagern, haben wir mehr von. Die einzige Sache ist, die wir nochmal gucken könnten, ne? Betonung auf könnten, ist, ob es sich mittlerweile lohnt, nochmal nach einem anderen Dixie-Monster Ausschau zu halten. Aber ich glaube mal, alles, was da jetzt noch kommt, bringt uns nicht wirklich was. Lalala. Was? Ja, für ein Skill. 60% Gold für unbenutzten Autoklicker. Naja, unbenutzte Autoklicker haben wir selten, aber wir haben nur zwei. Das bringt wirklich erst dann was, wenn man jetzt so 10, 20, 500 Autoklicker hat. Werden wir so schnell nicht hinkommen. Hier sind ja wirklich für die Spieler, die schon extrem hoch im Level sind, die dann schon so auf Ebene Millionen oder noch höher sind und dann einfach mal 500.000 Autoklicker bei sich rumzustehen haben. Second Duel, ja, auch wieder Klicks, auch wieder für Skills. Reroll. Ey, im Vergleich zu dem ist das hier mittlerweile echt preiswert. So, das hier wäre noch eine Option. Problem ist, es wird extrem schnell extrem teuer. Das hier ist etwas, wo ich dann schon sagen würde, könnte sich mittlerweile lohnen. Ich bin mir aber auch nicht so sicher. Weil. Ja, gute Frage. Okay, wisst ihr was? Wir speichern mal ganz kurz. Sollten wir sowieso mal machen, ne? Ich speichere viel zu selten. Ich meine, ist jetzt nicht, weil ich ein Memme bin und Angst habe, dass ich mal was falsch mache, ich zurücksetzen kann, sondern es geht halt da ganz einfach darum, das Game nutzt halt Cookies zum Speichern. Und Cookies werden von Browsern gerne mal zurückgesetzt. Entweder weil man, ja. Also, ja. Ist halt eine ungünstige Speicherart und deswegen sollte man es generell ab und zu mal extern sichern. Auf HDDDDDD. Sozusagen. Ja. Tja, bei mir habe ich mittlerweile noch nicht die 50.000er Marke geknackt, wobei ich jetzt auch gar nicht zuletzt drauf geguckt habe, bevor ich gerade ascended. Ich habe nämlich bei mir gerade ascended. Und vor dem Ascenden war ich Level. Oh, ja. 4954, also. Mir fehlen noch gute 45, ja, 46 Level, um genau zu sein, bis ich an die 5000er Grenze rankomme. So, genau. So, wir haben gespeichert. Da gucken wir mal jetzt. Wer wäre erstmal wichtiger? Ich persönlich bin Primal Bosses 4%. Na, bringt nicht so viel, aber das hier könnte was bringen. Das verschafft uns nämlich eine Menge Luft bei Bossen. So, jetzt können wir weiter gucken. Skill Cooldowns bringt gar nichts. Gilded Damage. Da machen wir derzeit, also ein Guild sind 50%, ne? Das heißt also, hier würden, wenn wir auf Level 5 kommen, 10%. Ah, aber der St Okay, gut, das Ding nehmen wir auf jeden Fall. Das Ding ist gar nicht so teuer. Lol. Das geht wirklich. Okay, gut, wir gucken jetzt mal weiter.
Ja, für Skills, für Skills. Chance auf 10 mal Gold. Wird aber auch immer doppelt so teuer und dafür, dass wir aber pro Level gerade mal, naja, weniger, weit weniger als 1% bekommen. Ne, das bringt nichts. Wie gesagt, das hier bin ich noch am Liebäugeln. Das Problem ist, wir dürfen nicht zu viel einkaufen, weil langsam wird es nämlich ganz schön teuer. Und das hier ist halt auch so einer, der ist ganz cool. Also jetzt fürs schnell hoch ascenden. Also fürs hohe Level. Das Problem ist, ist halt auch extrem teuer. Und da ist jetzt die Frage, würde das tatsächlich was bringen? Wir würden ihn auf maximal Level, na, ich sag mal 10 bekommen. Und so wie es hier aussieht, ist bis Level 10 würden wir vielleicht zwei Monster wegbekommen. Weil bis Level 5 hat er gerade mal ein halbes Monster. Es wird langsam unschön. Critical Click Damage. Das wäre auch was. Das würde uns fürs aktive Build helfen. Okay, komm. Wir bleiben erstmal bei den drei und gucken mal, wie weit wir hier mit ihnen kommen. So, das heißt, schön auf glatte Level bringen. Und ja, die kosten zwar in der Anschaffung immer mehr, aber die Berechnung an sich bleibt danach das gleiche. Heißt also, auch wenn jetzt schon ein einziger mittlerweile 1700 kostet, kostet dann das nächste Level immer noch nur 4. Ne? Also ist nicht so, dass das hier komplett Brainfuck wäre. Was haben wir denn jetzt gerade hier noch? Clickstorm. Super Click. Ah, Gott. Alles Schwachsinn, alles Mist, alles Bullshit. So, bei dem müssen wir jetzt aufpassen. Der ist nämlich einer von den Typen, die mal doppelt teuer werden. Ja, lassen wir erstmal. Oh, meine Helme langsam. Klingt immer so falsch. Wenn langsam. Und ich werde langsam bescheuert. So, mal hier schon hochleveln, ne? Damit wir hier nicht aus dem Zug rauskommen. Okay, sind wir schon. Scheiße. Egal, hier sind wir wieder im Zug drinne. Schöne Combo. Okay, gut. Also. La la la. Ja, komm, machen wir einfach mal, ohne drüber nachzudenken. So, und ihn hier. Da wird. Genau, das wird immer doppelt so teuer. Heißt also, den setzen wir einfach mal auf Level 10 und das war's dann auch schon. Ja, okay. Jetzt haben wir statt 25% 35%, also quasi anders ausgedrückt, statt jeder vierte ist jetzt jeder dritte ein Primal Boss. Könnte tatsächlich schon etwas bringen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so viel bringt. Aber ich sag mal so, dafür, dass wir gerade mal jetzt bisher knapp 15.000 ausgegeben haben für ihn, kann man das auf jeden Fall schon machen. Nur viel weiter höher geht halt nicht mehr. Weil dann fängt er einfach an, viel zu teuer zu werden. Okay, das heißt, wir können noch mal bei den beiden hier ein bisschen was reinbuttern. Vor allem ihn hier. Das klingt, wird eigentlich direkt gleich hier mit berücksichtigt. Oh, wow. Ach du Scheiße. Wow. Ja klar, 3000%, ne? Ist natürlich sowas, merkt man. Da kannst du machen, was du willst. Das ist heftig. Alter, jetzt ist der kritische Klick. Ich meine, wir haben noch keinen kritischen Schaden, ne? Ich meine, Chance ist 0%. Aber sobald wir denn hier unsere ersten Skills aktivieren, boop, wenn wir jetzt den kritischen Treffer landen, dann tut sie weh. Und zwar richtig. Die armen Monster. Da tun mir die Feinde tatsächlich schon leid. So, war also keine schlechte Idee, das so zu machen. Die Frage ist, die anderen haben wir alle auf Level 250. Dann würde ich die hier einfach mal, ne, damit wir hier alle schön so ungefähr so gleich haben, die hier auch auf Level 250 setzen. Und dann würde ich das erstmal so lassen. Ja, schon wieder diese Stufe hier drin. Guck mal, Level 200, Level 210, Level 220, 229, Level 3, Level 400. Warum ist das so? Ist da irgendwie eine Berechnungsungenauigkeit bei denen drin? Oder ist das irgendein Feature, wo ich noch nicht den Sinn verstehe? Oder ist das einfach irgendein
Ja. Bug? Aber einfach ein Bug kann es ja nicht sein, weil ich meine, es wird ja wohl mathematisch nicht so schwer sein, x plus 10 zu rechnen, oder? Oder gehe ich da zu simpel ran? Ich meine, gut, ich bin Programmierer, ich weiß so ungefähr, wie sowas abgeht, aber kann ja sein, dass die hier ganz anders arbeiten, dass sie quasi, bevor sie hier x plus 10 rechnen, erstmal bei Wikipedia nachgucken, wie das geht und dass das dann sein kann, dass beim Fetchen der Wikipedia-Seite ein Fehler auftritt und dann, ja, die falsch addieren, weil sie das falsch von Wikipedia lesen. Ich habe keine Ahnung. Ich. Auf jeden Fall sehr seltsam. Aber ich tippe mal tatsächlich eher auf Rechenungenauigkeit, weil ganz ehrlich, ne? Ich meine, wir sind ja hier, ne? Ich meine, man könnte ja einfach 100, ja, also 1,01864% schreiben, ne? Aber nein, es müssen 1,0186400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 
Das wären also bei 577, wären das 577 plus 3 gewesen, also 580. Aber jetzt haben wir 693. Ich meine, das ist zwar schön, ne? Haben wir noch mehr. Aber es ist halt immer ein bisschen seltsam, Sachen nachzuvollziehen, wenn das alles so anders ist, wie es beschrieben ist. Naja. Vor allem ist es ja nicht immer zu uns, zu unseren Gunsten, sondern teilweise ist es ja auch zu unseren Nichtgunsten. Und dann wird's böse. So, aktivieren wir mal alle Skills hier. Jetzt haben wir alles aktiviert. Jetzt werden Monster einfach mal generell weggefickt. Gefickt, gefickt. So, und wir haben jetzt mittlerweile bei Monstern, naja, 38 Sekunden. Also gut 25, nee, gut 30% Zuwachs von der Zeit her. Das ist schon nicht schlecht. Das kann man auf jeden Fall so machen. Na, wie gesagt, das Ding hier haut natürlich richtig rein. Hätte man schon viel früher machen müssen. Aber eben, wir haben halt erstmal komplett passiv gespielt. Und ich glaube mal, ich werde jetzt tatsächlich versuchen, komplett aktiv zu spielen. Das macht wahrscheinlich jetzt einfach mal Sinn. Sag ich jetzt einfach mal so. So, und das hier, Chance of Primal Boss, ist natürlich auch. Muss mal gucken, wie gut das wird. Ja, und das hier haut hoffentlich auch richtig rein. Wir müssen auch langsam mal anfangen, ein bisschen umzugilden. Und bevor ich hier lange rumrede, machen wir das ein bisschen jetzt gleich. Das heißt, wir haben derzeit alles auf Terra. Terra hat damit jetzt bereits einen Bonus, der viel zu hoch ist. So hoch brauchen wir sie nicht. Sondern wir brauchen ihn, damit wir von ihnen relativ leicht darauf springen können. Das heißt, wir machen jetzt etwas total Verrücktes. Deswegen speichere ich vorher. Ich bin also doch eine Pussy. So. Folgendes. Also, warum ich speichere, ist ganz einfach, weil ich nicht weiß, wie teuer das Ganze wird. Wir haben jetzt 99.000, also knapp 100.000 Euro. Sollte reichen. Ich bin jetzt einfach mal so total verrückt und setze einfach mal alles auf die Karte hier. Bup. Ach so, Q-Taste. Das tut weh. Ach gut, okay, knapp 8.000. Das geht ja noch, das geht ja noch. Okay. Gut. Okay, und jetzt machen wir wieder hier. Was jetzt? Shift. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sollte reichen. Oh, Alter. Das macht er mit Absicht, oder? Der klaut immer von denen, die am wenigsten haben. Ist wieder Start. Geht doch. 5, 5, 5. Passt doch. Meine Güte. Ey, die wollen mich verarschen. So. Und das heißt, wir haben jetzt ein. Jetzt muss ich mal überlegen. Wir haben ein. Steht das hier irgendwo ein? Guild? Gibt es hier kein Guild? Also. Nein, gibt's nicht. Okay, müssen wir mal nur gucken. Das heißt, wir haben. Nein, hier. Das heißt, wir haben 500% auf unsere 50% dazu. Das heißt 550%. Logisch, für jeder, der nicht. Ne? Also, ich meine, ist ja. Blablabla. Das heißt, diese 50% lassen wir einfach mal komplett weg. Wir rechnen einfach mal mit 50%. Das macht es nämlich wesentlich einfacher und reicht für den Überschlag auch aus. So, das heißt, wir haben 50% mal 87. So, weil wir 50% weggenommen haben, sage ich einfach mal, weil wir da abgerundet haben, runden wir hier auf und sagen, wir haben 90. Ne? Das heißt, 90 mal 500%. Oder als Faktor mal 5. So. Damit wir von der 5 auf eine 10 kommen, damit wir einfach rechnen können, müssen wir den Wert also mal 2 nehmen. Also teilen wir den hier durch 2. Das heißt also, wir haben 45 mal 10. Das heißt, wir haben 450 als Faktor. Also den 450-fachen Schaden. Aua. Also wenn wir jetzt in der Ascension nicht auf die Dame hier kommen. Dann lösche ich mein Safe Game, leere meine Cookies, deinstalliere Chrome, formatiere meine Festplatte und schreddere meinen Rechner. Und werde die Einzelteile, die dabei entstehen, noch verbrennen. Zu Asche. Na?
Digga, was geht? Okay. Das klingt ja schon mal gar nicht mal so schlecht. So, wir gehen schon mal auf den nächsten. Boop. Der dürfte mich hier gleich für 100, Level 400 erreichen. Und selbst wenn nicht, ist es egal. Ja, 1W40. Ha, kriegen wir locker zusammen. Aber ich will ja immer so einigermaßen schöne Level haben, ne? Jetzt geht die Bimmchen wieder ab. Oh Mann, Alter. Ein Glück stürzt die Browser-Version nicht so oft ab wie hier meine Tablet-Version. Wow, abgestürzt. Nett. Ah, ich will doch nur. Ich will doch nur. Arschloch. Ach Gott. So, das heißt, ja, ich werde dann jetzt in die Background die anderen hier hochleveln und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder und gucken mal, ob ich bis dahin die gute Dame kaufen kann. Nice. Okay, gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, schon mit V. Mal gucken, wenn die Ascension jetzt tatsächlich zu schnell werden sollte, wenn ich also schon bis zu der Dame komme und es gerade mal 11 Uhr oder so ist, dann werde ich vielleicht nochmal eine Ascension davor machen. Weil den Kauf von ihr würde ich tatsächlich erst in der nächsten Aufnahme machen. Aber es bringt ja nichts, wenn ich das schon um 11 Uhr machen könnte und dann praktisch die letzten 3 Stunden einfach nichts mache, nur weil ich auf die nächste Aufnahme warte. Ist ja auch blöd. Oder ich ziehe die nächste Aufnahme einfach vor, mal gucken. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal Global Extermination Day ran. Müsste eigentlich. Gestern haben wir. Genau, gestern haben wir Eternal gespielt, also kommt heute Extermination Day ran. Gut, dann hätten wir das ja auch geklärt. In dem Sinne, schau mit V. Lief die Kamera überhaupt? Ja, Kamera lief. Okay. Ich verstehe das sowieso nicht. Die Kamera, ja, also wenn ich jetzt hier so gerade sitze, die Kamera guckt locker mit dran vorbei. Aber ich bin im Bild jetzt richtig, jetzt mittig. So gucke ich jetzt mittig in die Kamera rein. Und guck, also meine Augen, ne? Guck mal, meine Augen sind total daneben. Also vom Bild her wäre so mittig. Vom Blick her wäre so mittig. Die Kamera muss komplett schief drin sein. Alles. Die billigste Ware, aber gut, ne? War halt damals. Ich weiß gar nicht, habe ich mir die Kamera. Doch, die habe ich mir gekauft von Amazon, glaube ich. Na gut, okay. In dem Sinne, schau mit V.